Die erste Lesung ist aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abram. Fürchte dich nicht, Abram, ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abram antwortete, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn, zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham gab seinem Sohn, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak.